an. Du siehst aus wie ein Zombie. Und so ist das Tag für Tag. Du bist nie pünktlich. Du pennst vor den Kunden ein. Mann, oh Mann, ich kann das nicht länger decken. Dazu kommt dein Umsatz. Unter aller Kanone. Unterirdisch. Ich sag dir was. Du bist nicht der Einzige, der Probleme hat. Aber jetzt gehst du zu weit. Irgendwann haut's dich auf die Fresse. Und ich rede nicht nur von dir. Wir feuern dich rechtzeitig. Das garantiere ich dir. Ich hab dir eine Abmahnung verpasst. Darunter ging's nicht. Na los. Los. Pichel nicht so viel. Das ist dein Problem. Es trifft ihn wie ein Blitz, wenn er alleine vor dem Fernseher sitzt. Tage nichts gegessen und die Klöten räudig ausgewichst. Er verschiebt schon Arbeitsstunden, damit er etwas trinken kann. Denn ohne Whisky in der Hand wirkt er ein wenig angespannt. Er hielt sich nie zurück, es ob sich hemmungslos um den Verstand. Bis er sich an nichts erinnern kann und leidet wie ein Behinderter. Freunde haben aufgegeben, er weicht nur aus, er will nicht reden. Alles sei doch bestens Doppelprost und ein Exit. Doch in der Firma, dort schöpfen sie Verdacht, man. Sein Boss spricht ihn an auf den heimlichen Flachmann. Er wird beurlaubt, er muss zur Therapie. Er schluckt das Excedrin, doch das Trinken lässt er nie. Er verliert nun alles, Wohnung, Auto, Führerschein. Keine Freunde, keine Fan, es wird nie mehr wie früher sein. Und jeden Tag den Tränen nah, er schluckt das Zeug wie Lebertran. Solange bis der Spiegel stimmt, dann boxt er in sein Spiegelbild. I'm just a soul.